glaube ich, auch das, was dem Widerstand, dem Wirken, die gegen S21 sind, gar nicht letztendlich so klar ist und klar war. Der Treiber von diesem Projekt, denen war immer klar, dass sie Unsinn machen. Und sie machen es trotzdem. Und das ist das Gefährliche, dass die Betreiber das machen und es durchsetzen können. Man ist so toll dreist von Seiten der Wirtschaft und Politik, einen der bestfunktionierenden Bahnhöfe Europas zu zerschlagen, den Bürgern etwas im Untergrund anzudrehen, den Bürgern das zu verkaufen als besser, fortschrittlich, Zukunft, die Bürger dafür zahlen zu lassen und dafür zahlen zu lassen, dass in Zukunft weniger Service werden. S21 sorgt dafür, dass noch mehr Verkehr in die Stadt kommt, dass diese ganze Diskussion um Feinstaub alles nur Larifari ist. Die könnten das beenden, diese ganze Diskussion, wenn sie diesen Bahnhof stehen lassen. Dann muss man denken, in den nächsten 10 Jahren fahren hier tausende von LKWs, so denn der S21 kommt, durch die Gegend. Diese LKWs werden den Feinstaubbelastung in Stuttgart sicherlich nicht entlasten. All das geschieht unter den Augen. Und manchmal staune ich, wie duldsam der Bürger ist. Wie duldsam der Bürger ist. Ich habe eine Zeit im Gespräch. Mit Bahnmanager in Berlin. Und da sagten die zu mir, glauben Sie doch nicht, wenn ein grüner OB, ein grüner Ministerpräsident, ein grüner Verkehrsminister gegen das Projekt wäre, dass wir das hier durchsetzen könnten. So, ohne Antwort.